Herzlich willkommen zu diesem Webinar über Hypertest Boost. Eine durchgängige Lösung für das Testen. Mein Name ist Thomas Rönnpage. Ich bin bei Verum Sales and Business Consultant und möchte in den nächsten 30 Minuten eine Lösung vorstellen, die in vielen Prüffeldern eingesetzt wird, um den Prozess des Testens von der Anforderung bis zum Report zu unterstützen. Hypertest Boost wird als zentrales Werkzeug in den Bereichen Validierung und Verifikation eingesetzt. Alle in diesem Bereich beteiligten Personen, angefangen vom Entwicklungsingenieur, Testmanager, über den Prüffeldleiter bis hin zum Prüflabormitarbeiter, arbeiten mit dem gleichen Werkzeug. Dadurch lassen sich erhebliche Effizienzgewinne erzielen. Ein weiterer Vorteil eines zentralen Werkzeugs ist, dass alle Daten und Informationen, die im Rahmen des Prozesses anfallen, durchgängig und ohne Medienbrüche erfasst und miteinander in Beziehung gesetzt werden. Das verbessert die Nachvollziehbarkeit und Reproduzierbarkeit von Versuchen ganz erheblich. Die offene und modulbasierte Architektur von Hypertest Boost bietet darüber hinaus die ideale Grundlage für eine Integration in die bestehende IT-Infrastruktur Ihres Unternehmens. Hypertest Boost als zentrales Werkzeug stellt eine ganzheitliche Sicht auf alle Informationen des Entwicklungsprozesses her. Hypertest Boost ist modular aufgebaut. Alle Module greifen auf die Kernfunktionalität von Hypertest Core zu und nutzen damit eine ausgereifte, bereits in vielen Anwendungen erprobte Basis für die Verwaltung und Bereitstellung von Informationen und Daten. Hypertest Core ist die technische Plattform von Hypertest Boost. Ein mächtiges Rollen- und Rechtesystem, das in Hypertest Core verankert ist, ermöglicht, dass jeder Benutzer nur die Funktionen bedienen kann und nur die Ansichten erhält, die für ihn konfiguriert sind. Es gibt für Hypertest Boost einen Basisumfang, der bereits die meisten der üblichen Anforderungen des Testprozesses abdeckt. Dieser Basisfunktionsumfang ermöglicht die Erstellung von Prüfaufträgen, geht über Freigabeprozesse, Messstellenverwaltung, Prüfprozeduren, unterstützt Analysen bis hin zum Ergebnisbericht und noch vieles mehr. Darüber hinaus existieren optionale Zusatzmodule, die diesen Basisfunktionsumfang erweitern. Dazu gehören beispielsweise Zusatzfunktionen für eine Ressourcen- und Lagerverwaltung. Es gibt die Möglichkeit, Testaufträge auf Basis von Entwicklungsprojekten und testrelevanten Anforderungen in Versuchsaufträge zu überführen. Auch Planungsmöglichkeiten für den detaillierten zeitlichen Ablauf von Aufträgen werden angeboten. Die modulare Architektur von Hypertest Boost ermöglicht einen flexiblen, kostenoptimierten Einsatz und viele Erweiterungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel individuelle Datenmodelle, Workflows, Algorithmen und individuelle Benutzeroberflächen. Am Anfang eines Testprozesses steht Ihre Testanforderung. Sie kann aus einem Requirements-Management-Werkzeug kommen oder als Prüfspezifikation in Form eines Dokuments vorliegen. Dementsprechend wird sie entweder importiert oder manuell in Hypertest Boost angelegt. Die Prüfanforderungen werden in Hypertest Boost übersichtlich aufgelistet. Und der Ersteller des Prüfauftrags kann entscheiden, welche der Anforderungen im Prüffeld abgedeckt werden sollen. Also welche Anforderungen in welcher Form zu einem oder mehreren Versuchen führen sollen und welche Art von Versuch durchgeführt werden muss, zum Beispiel Funktion, Lebensdauer oder Ähnliches. Sie können auch entscheiden, dass Sie auf einen kostspieligen physikalischen Test verzichten möchten, wenn Sie die Testanforderungen beispielsweise mit einer Simulation abdecken können. Es kann aber auch sein, dass einzelne Prüfungen mit den gleichen oder vergleichbaren Inhalten und Rahmenbedingungen in der Vergangenheit schon einmal durchgeführt wurden. Dann können Sie die bereits vorliegenden Ergebnisse direkt verwenden. Und gerade hier spielt Hypertest Boost eine seiner großen Stärken aus. Da alle Daten stets in ihrem Zusammenhang gehalten werden, kann man leicht erkennen, dass diese Prüfung an diesem Prüfling und unter denselben Bedingungen schon einmal durchgeführt wurde und zu welchen Ergebnissen sie geführt hat. Damit lässt sich die Anzahl an Versuchen reduzieren, was zu einer signifikanten Einsparung von Zeit und Kosten führt und trotzdem die geforderte Produktqualität sicherstellt. Eine weitere Möglichkeit, Zeit und Kosten beim Test zu sparen, ist die Bündelung von Anforderungen, die physikalisch validiert werden müssen. Hypertest Boost unterstützt Sie aktiv dabei, dass Sie die vorliegenden Anforderungen mit möglichst wenig Prüfungen und Prüflingen abdecken können. In einer übersichtlichen Darstellung können die Testanforderungen den geplanten Tests gegenübergestellt werden.
Damit wird auf einen Blick ersichtlich, dass alle Testanforderungen abgedeckt sind und kostspielige Wiederholungen von Tests können vermieden werden. Das ist gerade bei großen, komplexen Prüflingen relevant, deren erneute Vorbereitung hohe Kosten verursachen kann. In der übersichtlichen Gegenüberstellung von den Anforderungen und den Tests wird auch sofort ersichtlich, welche Versuche betroffen sind, wenn sich bestimmte Anforderungen ändern und dadurch ein erneuter oder erweiterter Test erforderlich wird. Nachdem die Testanforderungen in Hypertest Boost definiert sind, kann als nächstes eine Testanfrage generiert werden. Dabei kann die Entwicklungsabteilung der Testanfrage die gewünschten Ressourcen zuweisen. Das sind beispielsweise die Prüflinge, die aus dem Prüflabor von der Entwicklungsabteilung zur Verfügung gestellt werden oder auch speziell benötigte Prüfmittel. Auch die Testparameter, wie beispielsweise eine bestimmte Ölsorte, können hier festgelegt werden. Darüber hinaus Termine wie die avisierte Lieferung der Prüfung, der gewünschte Start und die Fälligkeit des Tests und weitere Informationen. Weiterhin können geforderte Testverfahren oder Normen definiert werden, nach denen der Test durchgeführt werden muss. Dafür stellt Hypertest Boost entsprechende Kataloge und Vorlagen bereit, aus denen die Vorgaben ausgewählt werden können. Somit wird die Definition des Testablaufs deutlich beschleunigt und harmonisiert. Durch die standardisierte Definition von Testanfragen unterstützt Hypertest Boost die Testabteilung mit allen wesentlichen Informationen. Das vermeidet Missverständnisse und damit zeitintensive Rückfragen oder gar kostenintensive Wiederholungen der Prüfung. Außerdem wird so sichergestellt, dass nur machbare Versuche in Abteilungen angefragt werden, die diese auch tatsächlich leisten können. Die Entwicklungsabteilung übergibt die fertige Testanfrage an die Prüfabteilung und sie erscheint in der Ansicht des verantwortlichen Mitarbeiters im Prüffeld. Dieser beginnt nun mit der Bearbeitung der Testanfrage und Hypertest Boost kennzeichnet sie automatisch als in Bearbeitung, sodass der Verantwortliche in der Entwicklungsabteilung in seiner Ansicht auch sehen kann, dass seine Anfrage bearbeitet wird. Der Mitarbeiter im Prüffeld unterzieht die Testanfrage nun einer Detailplanung, die sich dann in einem Testplan widerspiegelt. Geplant werden hier alle erforderlichen Einzelheiten wie Testzeiten, Ressourcen, Abläufe und Meilensteine. Das geschieht natürlich auch unter Berücksichtigung paralleler Anfragen, die möglicherweise denselben Prüfstand oder andere limitierte Ressourcen benötigen. Die grafische Zeitübersicht von Hypertest Boost gewährt einen guten Überblick über geplante Testanfragen und Testaufträge. Mit diesem Werkzeug kann das Prüflabor auch die Auslastung der Ressourcen optimieren, indem es angefragte Versuche zeitlich bestmöglich auf vorhandene Kapazitäten, also Prüfstände oder Mitarbeiter, verteilt. Nun kann die Testabteilung den erstellten Testplan zusammen mit einer Kostenaufstellung als Angebot an den Auftraggeber in der Entwicklungsabteilung übermitteln. Der gesamte Austausch aller Informationen erfolgt dabei ohne Medienbruch in dem gemeinsamen Werkzeug Hypertest Boost. Hat der Auftraggeber aus der Entwicklungsabteilung das Testangebot angenommen und freigegeben, erscheint der Testauftrag automatisch in der Ansicht im Prüffeld. Dieser gesamte Prozess Testanfrage, Testangebot, Testauftrag ist natürlich auch in verkürzter Form möglich. Die Entwicklungsabteilung kann auch ohne Angebot sofort einen Testauftrag generieren und genauso kann ein Testauftrag auch direkt im Prüffeld erstellt werden. Das kann wichtig sein, wenn Anfragen mit hoher Priorität hinzukommen. Auch wenn er dann schnell und ad hoc erstellt wird, bleibt die gesamte Planung im Labor dennoch konsistent. Beim Anlegen des Testauftrags im Prüffeld werden alle erforderlichen Ressourcen wie Prüflinge, Prüfstände, Prüfmittel und was sonst noch benötigt wird, zugewiesen. Außerdem werden die notwendigen Ablaufpläne, Aufgaben und Abarbeitungslisten erstellt. Hypertest Boost unterstützt die Testabteilung auch bei der Verwaltung von Ressourcenbeschreibungen, Stücklisten, Einzelteilen, Bauzuständen oder Einbauorten. Zudem können vor- und nachgelagerte Rüstarbeiten oder Beschaffungsaufträge im System erfasst werden. Dazu gehören zum Beispiel die Berechnung von Lastprofilen, die Fertigung von Prototypen, die Konditionierung der Prüfstände und Ähnliches. Dass all diese Informationen in Hypertest Boost mit dem Prüfauftrag verknüpft werden, macht die lückenlose Nachvollziehbarkeit und Reproduzierbarkeit des Tests möglich. Diese Darstellung zeigt eine typische Ansicht eines Testauftrags.
Im linken Bereich sehen Sie im Navigationsbaum die Struktur des Testauftrags. Unter dem Knoten für den Auftraggeber, also den Namen der Entwicklungsabteilung, erscheinen die Testanfragen, Testangebote und Testaufträge dieser Abteilung. Unter dem geöffneten Testauftrag erscheinen alle Informationen, die zu diesem Testauftrag gehören, also Testressourcen, Testprozeduren, Messergebnisse und Testberichte. Die tabellarische Übersicht in der Mitte zeigt hier gerade die Einzeltests, darunter den Teststatus und den Testablauf. Rechts sind noch allgemeine Daten zum Testauftrag zu sehen. Da sich diese Ansicht in Hypertest Boost individuell konfigurieren lässt, kann jede Person, die am Test beteiligt ist, in sehr übersichtlicher Form genau die Information angezeigt bekommen, die für ihre Rolle und ihre Aufgabe relevant ist. Da alle Aktivitäten, Ressourcen und Parameter im System vorgehalten werden, unterstützt Hypertest Boost lückenlos alle testvorbereitenden Aufgaben. Verschiedene vorbereitende Aufgaben können in dieser Phase parallelisiert werden. So kann zum Beispiel einem Mitarbeiter der Anschluss der Kraftstoffzuführung zugeordnet werden und einem weiteren Mitarbeiter die Montage der Abgasvorrichtung. Dabei bekommt jeder der beiden Mitarbeiter in seiner Ansicht jeweils nur die ihm zugeordneten Aufgaben angezeigt. Der ausführende Mitarbeiter kann jederzeit Informationen zum Test hinzufügen, also vor, während und nach dem Test. Das kann automatisch durch das Einlesen von Dateien geschehen, aber auch manuell durch Hinzufügen von Fotos oder Kommentaren. Mit Fotos lassen sich sehr einfach Überlastungsreaktionen in Form von reversiblen Verformungen während des Versuchs dokumentieren oder irreversible Schäden nach dem Test. Entscheidend dabei ist aber, dass stets der Bezug zu Testplanpositionen und Ressource hergestellt wird. Auch an dieser Stelle wird wieder deutlich, wie wichtig die korrekte Zuordnung aller dieser Informationen für eine spätere Nachvollziehbarkeit und Reproduzierbarkeit der Prüfung ist. Hypertest Boost sorgt dabei automatisch für die korrekte Verknüpfung aller zum Test gehörenden Informationen. Die einzelnen Messdaten vom Prüfstand können automatisch über standardisierte Schnittstellen importiert oder manuell übernommen werden. Zusätzlich können beschreibende Informationen, sogenannte Metadaten, automatisch aus den Daten vom Prüfstand ausgelesen werden. Das sind beispielsweise Kanalnamen oder Min-Max-Werte. Der Prüffeldmitarbeiter unterzieht die Messdaten einer Eingangsprüfung. Er kann dann eine Freigabe erteilen und auch ergänzende Informationen hinzufügen. So kann er beispielsweise dokumentieren, dass ein Sensor nach 80% der Zeit ausgefallen ist, dadurch aber das Testergebnis nicht beeinträchtigt wird. Erkennt er hingegen, dass die Messdaten ungültig sind, kann er auch die Freigabe verweigern und Hypertest Boost unterstützt ihn bei der Wiederholung. Der entscheidende Vorteil ist auch in dieser Phase, dass Hypertest Boost für eine korrekte Zuordnung von Ergebnissen und Dokumentation zu den einzelnen Schritten im Testplan sorgt. Im nächsten Schritt müssen die erfassten und automatisch importierten Messdaten weiterverarbeitet werden. Dazu unterstützt Hypertest Boost im ersten Schritt eine automatische Harmonisierung von Daten. Das kann beispielsweise die Umrechnung von Einheiten sein, aber auch die automatische Erzeugung von berechneten Kanälen und Kennwerten oder die Harmonisierung der unterschiedlichen Dateiformate. Das alles kann vollautomatisiert durch Hypertest Boost erfolgen. In der grafischen Vorschau auf die Messdaten kann man schnell erkennen, ob die Messdaten plausibel sind und weiter analysiert werden können oder ob zum Beispiel Messkanäle ausgefallen oder andere Fehler in der Messung aufgetreten sind. Werden die gesichteten Daten für gut befunden, kann im nächsten Schritt die weiterführende automatisierte Datenverarbeitung erfolgen. Die offene Architektur von Hypertest Boost unterstützt bei der weiteren Datenverarbeitung die Verwendung externer Analysewerkzeuge. Das heißt, Hypertest Boost startet ein Analyseskript auf einem externen Interpreter, wie beispielsweise Diadem oder MATLAB. Die Ergebnisse der Analyse werden anschließend automatisch importiert und den Originaldaten zugeordnet. Im letzten Schritt werden nun die Berichte zur Dokumentation und Bewertung des Tests im Prüflabor erstellt, zum Beispiel auch ein Abschlussbericht für den Auftraggeber. Da Hypertest Boost alle zu einem Testauftrag gehörenden Daten zusammenhängend verwaltet,
kann nun auch auf alle diese Daten zurückgegriffen und ein sehr aussagekräftiger Testbericht erstellt werden. Zu den Daten gehören neben den eigentlichen Testdaten auch zusätzliche Informationen wie Bilder, die möglicherweise Schäden nach der Testausführung dokumentieren, grafische Darstellung der ausgewerteten Messdaten, Kommentare oder andere. Die automatisierte Dokumentenerstellung von Hypertest Boost unterstützt natürlich auch die Erstellung der Testberichte mit entsprechenden Report-Generatoren. Um einen Testbericht im standardisierten Format, wie es in den meisten Unternehmen üblich ist, zu generieren, wird zunächst eine Vorlage mit allen Layout-Informationen benötigt. Diese Layouts können als Microsoft Word-Vorlage erstellt werden oder es kommt ein professioneller Layout-Generator wie Jaspersoft Studio zum Einsatz. Dieser unterstützt neben umfangreichen Prozessierungsmöglichkeiten für die Daten auch eine Vielzahl von Ausgabeformaten. Nachdem das Prüflabor den automatisch generierten Versuchsbericht ergänzt und anschließend freigegeben hat, wird er an den Auftraggeber übermittelt. Der Auftraggeber kann zum einen in seiner Anzeige sehen, dass der Auftrag erledigt ist, zum anderen findet er den Testreport in seiner Ansicht in Hypertest Boost unter einem Testauftrag. Zusätzlich lässt sich der Bericht natürlich auch automatisiert per E-Mail in einem gebräuchlichen Format wie PDF, Word oder Excel an den Auftraggeber versenden. Als Informations- und Datenmanagementsystem unterstützt Hypertest Boost diverse Wege der Informationsermittlung und Anzeige. Sie werden ergänzt von verschiedenen Werkzeugen für die gezielte Suche in Daten und Informationen, und zwar sowohl als Volltextsuche in Dokumenten und Dateiinhalten, als auch als Metadatensuche auf Workflow-Informationen. Da Hypertest Boost über den gesamten Testprozess jegliche Informationen im richtigen Zusammenhang archiviert hat, bietet sich hier nun ein extrem mächtiges Potenzial, auch die Informationen zu finden, die man braucht. Wird bei einer turnusmäßigen Kalibrierung beispielsweise festgestellt, dass ein Sensor nicht mehr den Spezifikationen entspricht, so ist es ein leichtes herauszufinden, welche Prüfaufträge davon betroffen sind und ob die festgestellte Abweichung einen Einfluss auf das Prüfergebnis hatte. Nachdem wir nun den gesamten Testprozess durchlaufen haben, möchte ich Ihnen noch eine weitere mächtige Komponente von Hypertest Boost vorstellen, das Dashboard. Das frei konfigurierbare Dashboard von Hypertest Boost ermöglicht die Visualisierung jeglicher in der Anwendung vorhandener Daten. Der Fensterbereich des Dashboards kann dabei in unterschiedliche Bereiche eingeteilt werden. Die einzelnen Anzeigen wie Tabellen und Diagramme können frei darauf verteilt und skaliert werden. Die Anzeigen können tabellarische Informationen darstellen. Es können aber auch Kalenderansichten, Beziehungsgrafen, Diagramme oder andere Arten der Informationsdarstellung sein. Die Konfiguration des Dashboards kann individuell gespeichert werden, sodass sie immer wieder verwendet werden kann. Des Weiteren kann die Ansicht für Dokumentationszwecke als Bild gespeichert oder direkt gedruckt werden. Die leistungsfähige, flexible Darstellung im Dashboard ermöglicht eine sehr übersichtliche Visualisierung der gewünschten Informationen. Die wichtigen Informationen sind sofort ersichtlich, was die Effizienz der Auswertung natürlich deutlich erhöht. Über die in Hypertest Boost enthaltenen mächtigen Filter- und Sortierfunktionen kann man von der Übersicht in die einzelnen Details der angezeigten Informationen eintauchen. Alle Anzeigen des Dashboards passen sich dabei automatisch den geänderten Auswahlkriterien und Filtern an. Bis jetzt habe ich Ihnen gezeigt, wie Hypertest Boost den gesamten Testprozess lückenlos unterstützt. Zum Abschluss möchte ich noch etwas zum Einsatzbereich von Hypertest Boost erzählen. Da die gesamte Testauftragsverarbeitung in Hypertest Boost abgebildet wird, stellt es die zentrale Komponente im Testmanagement dar und kann intensiv von den verschiedenen Beteiligten im Prüffeld und in den Entwicklungsabteilungen genutzt werden. Das Testmanagement muss in aller Regel mit anderen unternehmensweiten IT-Lösungen interagieren. Dabei kann Hypertest Boost kundenspezifisch um die notwendigen Schnittstellen erweitert werden. Somit ist eine Anbindung an Product Lifecycle Management, Enterprise Resource Planning oder Requirements Management kein Problem. Mit Hypertest Boost haben alle Mitarbeiter im Test nur ein einziges Werkzeug zu bedienen. Allen werden dabei gleichzeitig die gesammelten Informationen ihrer eigenen Tätigkeit in Verbindung mit den Informationen aus den angebundenen Systemen angezeigt. Dabei ist die Benutzeroberfläche für alle gleich aufgebaut und gleich zu bedienen.
Das reduziert unter anderem auch Schulungsaufwände, sowohl bei der Einarbeitung neuer Mitarbeiter als auch bei der Installation von Software-Upgrades für die verschiedenen angebundenen Werkzeuge. Dadurch, dass alle Mitarbeiter für alle Aufgaben das gleiche Bedienkonzept vorfinden, erhöht sich ihre Effizienz erheblich. Abschließend noch ein paar Worte zur Technik. Technisch gesehen besteht Hypertest Boost aus einem Applikationsserver und einer Datenbank. Das System kann lokal oder in der Cloud betrieben werden. Die Anwender greifen von einem Webklienten auf den Applikationsserver zu. Damit sind lokale Installationen beim Anwender nicht mehr erforderlich, was den Wartungs- und Installationsaufwand deutlich reduziert. Über kundenspezifische Schnittstellen kommuniziert Hypertest Boost mit der Prüfstandsautomatisierung und der Unternehmens-IT. Hypertest Boost kann auch unternehmensweit skaliert werden. Dann werden die Hypertest-Server über verschiedene Abteilungen oder gar über Standorte auf der ganzen Welt verteilt eingesetzt. In diesem Fall ist es möglich, auf alle weltweit verteilten Daten zuzugreifen, zum Beispiel um Qualitätsvergleiche anzustellen oder einfach um auf Testergebnisse zurückzugreifen, die an einem anderen Standort ermittelt wurden. Damit wird der Testaufwand global reduziert und redundanter Aufwand vermieden. Auch die Planung von standortübergreifend durchgeführten Versuchen wird möglich oder die Verwendung von Ressourcen, die über mehrere Standorte geteilt werden müssen. Mit dieser Übersicht möchte ich nochmal die entscheidenden Erfolgsfaktoren von Hypertest Boost zusammenfassen. Hypertest Boost ist ein einheitliches Werkzeug, mit dem alle am Test beteiligten Personen gemeinsam und einheitlich arbeiten. Dazu gehören zum Beispiel die Entwicklungsabteilung, der Testplaner, der Leiter des Prüflabors, der Prüfer und viele andere mehr. Hypertest Boost unterstützt den gesamten Testprozess und ordnet alle Informationen korrekt zu. Damit wird eine deutliche Qualitätsverbesserung erreicht, Medienbrüche werden vermieden und das Fehlerrisiko einer manuellen Übertragung eliminiert. Da Hypertest Boost alle Daten über den gesamten Testprozess entstehen, in ihrem richtigen Kontext verwaltet, ist jede Prüfung zu 100% nachvollziehbar und lässt sich exakt reproduzieren. Ein weiterer Vorteil ist, dass Versuche, die bereits zuvor unter den gleichen Bedingungen durchgeführt wurden, nicht erneut bearbeitet werden müssen, denn die Ergebnisse liegen ja schon vor und können mit Hypertest Boost schnell gefunden werden. So können also Kosten gespart und die Qualitätsanforderungen trotz gestiegener Produktkomplexität und gleichbleibenden Prüfkapazitäten erreicht werden. Anwender erfahren durch Hypertest Boost einen großen Effizienzgewinn, da alle mit dem gleichen Verständnis arbeiten. Und das Arbeiten mit nur einem System und einheitlichem Bedienkonzept reduziert auch die Kosten für Wartung und Schulung. Durch die mächtige Rechte- und Rollverwaltung wird sichergestellt, dass jeder Anwender nur die Ansichten und Funktionen erhält, die er benötigt. Das erhöht die Übersichtlichkeit und Sicherheit. Da das Testmanagementsystem zwischen der Unternehmens-IT und dem Prüfstand angesiedelt ist, erweist sich die offene und flexible Architektur von Hypertest Boost als extrem vorteilhaft und ermöglicht eine nahtlose Integration. Nachdem ich Ihnen bislang die durchgängige Lösung von Hypertest Boost präsentiert habe, möchte ich nun zum Abschluss in aller Kürze die Verum Software and Systems AG vorstellen, die Hypertest Boost entwickelt hat. Verum ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Lüneburg. Wir beschäftigen zurzeit ungefähr 120 Mitarbeiter und sind zertifiziert nach DIN ISO 9001. Bei uns sind die Mitarbeiter bzw. ehemaligen Mitarbeiter die Aktionäre, was eine stabile, langfristige Unternehmensplanung ermöglicht. In der Verum Software and Systems AG gibt es drei Unternehmensbereiche. IT-Lösung für Test, das ist der Bereich, in dem auch das Hypertest angesiedelt ist. Der zweite Bereich ist das Geodatenmanagement und der dritte Bereich sind die individuellen Kundenlösungen. Das Unternehmen ist seit über 50 Jahren mit IT-Lösungen im technischen und wissenschaftlichen Umfeld erfolgreich. Es wird mit Hypertest Boost ein einheitliches Versuchsauftragsmanagement angeboten. Für die Prüfstandsleitsysteme gibt es mit dem WTCS eine einheitliche Lösung. Des Weiteren werden Big-Data-Lösungen bearbeitet. Es gibt mit dem D-Ship eine standardisierte Lösung für das maritime Messdatenmanagement, das auf den Forschungsschiffen und Forschungsstationen eingesetzt wird.
Beim Geodatenmanagement geht es um Satellitendaten, die empfangen und ausgewertet werden müssen. Und dann gibt es unzählige individuelle Kundenlösungen wie Dokumentenmanagement, Archivsysteme, Intranet-Lösungen, Verkehrsleitsysteme und vieles, vieles, vieles mehr. Damit bin ich am Ende meiner Präsentation und möchte Ihnen zum Abschluss unsere Ansprechpartner für das Thema Hypertest Boost vorstellen. Björn Hansen ist bei uns Business Development Manager im Bereich Hypertest. Dr. Stefan Unterschütz ist unser Senior Program Manager und ich unterstütze Sie sehr gerne vertrieblich. An dieser Stelle möchte ich mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken für die Aufmerksamkeit zu dieser Präsentation. Ich hoffe, dass ich Ihnen ein paar nützliche Informationen für Ihre tägliche Arbeit erzählen konnte und würde mich freuen, wenn Sie die Kontaktmöglichkeiten nutzen und mit Fragen, Anregungen und Ideen auf uns zukommen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.